So, meine Freunde, recht herzlich willkommen zurück. GTA, The Lost and Damned, im Super-Leggy-Modus. Geht's wieder Spiel? Ja, danke. Nein. Oh, Mann. Wieder mein Lieblings-Eck im Spiel, wo immer keine Autos kommen. Nein, das ist mein Taxi. Kollege? Amerikanske. Ja, das letzte Mal habe ich ja leider den letzten Gang Wars verkackt, weil ich keine Munition mehr hatte und generell wenig Leben scheinbar. Deswegen werden wir jetzt eine Mission machen für... Ich nehme mal Jim. Weil der schon länger quasi hier, ne? Schon länger seine Mission erledigt haben will. Lass mich doch jetzt einfach raus. Mann. Ja. Ich muss mal auf jeden Fall Munition kaufen. Oder vielleicht kriege ich ja durch die Mission Munition. Mal gucken. Weil sonst schaffe ich die Gang Wars nicht. Das war echt wieder lächerlich letztes Mal. End of chapter. Hey, he wants to sit down, call a truce. Brian wants a truce? Yeah, fuck that. Let's go get him. That's what I thought you'd say. Let's do it. Oh ja, kommt es jetzt schon? So, wird cool. Pass auf. Und ich hab meine Hexer, genau so hieß es wieder. Triff dich mit Brian an den Docks. Nichts lieber als das. Sebastian. Okay, wenn Werbung ist, dann kann ich mal hier auf... Bei City FM, Alter. Aber gar keine Musik. Jetzt. Dumm-dumm-disch. Keine Ahnung, kenne ich nicht. Ups, das wollte ich nicht. Alter, Terry und Clay. Ich frage mich echt, ob ich die maximal kriege durch die Gang Wars. Das wäre cool, wenn ich kriege ein Achievement. Wahrscheinlich eher weniger, wenn ich sie auswendig die ganze Zeit eine Mission nochmal töte. So, muss hier schon lang. Ist es nicht gruselig, dass GTA 4, also das Hauptspiel, schon fast 10 Jahre alt ist? So, an den Docks. Mal schauen, was jetzt passieren wird. Here comes Tweedledum and Tweedle fucking Dumb. Fuck you. Billy was always good to you and you ratted him out. Billy's a one-way SOB and you don't give a shit about the bros. No, Yeah, you think Billy would stick his neck out for you? You're dumber than I thought. You did what you did. You did what you did. I knew you'd say that. Just knew you'd say that. You're so predictable. When? Johnny little Dickowitz. What a baby. And your babysitter Billy is on the inside now, so it's bedtime for you, motherfucker. Not your call, get the boy. Fuck out of town. Not your call, two boy. You're the one taking a nap. Put these assholes in the ground, brothers. Ja, sorry wegen den ganzen Lags in den Cutscenes, aber es ist halt einfach GTA. Das liegt nicht an meinem PC, es liegt nicht an falschen Einstellungen, das ist einfach GTA. Okay, Krieg. Bürgerkrieg in den eigenen Reihen. Das ist böse. Aber, ja, ich habe tatsächlich Munition. Darauf habe ich spekuliert. Ich kein Geld ausgeben. Beziehungsweise eigentlich schon, weil ich brauche bessere Munition für Gang Wars. So, ich hoffe, dass ich nicht gleich aus Versehen Brian oder so töte, denn... ich will noch nichts verraten. Verrate ich dann gleich, wenn die Mission zu Ende ist. Obwohl, warte mal, stimmt hier. Die lassen Munition fallen, das ist nett. Nehme ich mal alles mit, ne? Ich hoffe, das ist okay. Plump. Habe ich da gerade schon Polizeidings gehört? Oh, Leute, ich habe irgendeinen meiner Kollegen aus denen getroffen. Uah, ich kann ihn nicht mitnehmen. Jetzt. Bam! Okay, jetzt mal kurz nachladen. Ah, ich bin schon mal dankbar für die Speicherpunkte in den Missionen, ne? Muss ich mal ganz ehrlich sagen, einfach. Der lebt immer noch. Puh. Aua. Dafür sieht er erstmal irgendwas an. Den Typen. What the fuck? Wuff, wuff, wuff vom Fenster aus, natürlich. Dann nimmt man mal auf dem Fenster auf, dann bane ich uns sogar schon von da aus. Es ist schrecklich, meine Freunde.
Ich hasse Hunde. Okay, ich glaube, ich verkacke die Mission einfach, weil ich gerade absolut kein Leben mehr habe. Das ist schon echt traurig. Das ist schon sehr traurig gerade. Doch, doch. Oh, das hört ja gar nicht. Renn! Was war das denn jetzt? Ja, toll! Der ist nicht gerannt. Habt ihr das gesehen? Ich bin ganz an der Stelle irgendwie so groß. Oh. Ich hasse. Ich hab's. Sag, Metroid Prime hab ich gerade satt, irgendwie Missionen und so ähnliches zu verkacken. Ich hab keine Lust mehr drauf. Es gibt kein Multiplayer mehr. Aktualisiert euer scheiß Spiel. Meine Güte. Also, ne? Lost and Damned ist echt von. Ich möchte, dass es klappt, so und so. Und es klappt einfach nicht so und so. Momenten geprägt. Ich würde ganz gerne. Wie wär's denn damit? Die Prediction! Holy moly. Aber ich würde gerne die Schrotze wieder benutzen. Ja, die brauche ich nachher im Gang Wars nicht unbedingt. Auch wenn ihr auf Entfernung halt nichts macht, wie man gerade sieht. Ich will leider nicht mehr den Bonus durch die Gangs, ne? Weil die Gang ist aufgelöst. So dieses durch die Gegend fahren und dann mit dem Symbol und so, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Ist das... What the fuck? Ist das anstrengend, würde ich sagen. Praktisch. Erstmal den Fahrer schon mal platt gefahren. Platt gefahren vor allem. Erschossen. Warum lebst du noch? Bam. Ah, oh, danke. Okay, ich habe eigentlich keine Munition mehr fast, ne? Also ich muss gleich echt gucken. Oh, Hund, halt doch die Fresse da unten. Ich will echt gucken, dass ich mir nochmal gleich Munition hole. Ja, das kann ich verstehen, das ist die falsche, ne? Habe ich die Mission schon wieder kaputt gemacht? Oh, ich hasse dieses Spiel. Ich glaube, ich habe gerade die Mission zerstört. Ich glaube, ich... Ja, okay, ich muss noch ein bisschen weiter nach vorne gehen. Das scheint mir gerade auch eigentlich eher nicht so richtig. Hä, ich habe ihn no-scoped. Meine Güte. Reicht jetzt mal hier. Dankeschön, ey. Diese Engine macht mich so langsam echt sauer, ne? Ist einfach nichts richtig funktioniert. Lags, komische Clipping-Fehler. Naja, was will man machen? Controller-Steuerung. Anti-Pog-Champ. Okay, ich will kurz wieder auf die Maus und Tastatur wechseln. Das ist nämlich deutlich, deutlich angenehmer. Da habe ich ihn nämlich auch schon. Ich habe ja das Aim eines Gottes, ja. Das ist ja wohlwollend bekannt. So, bist du noch. Gehst du auf, danke. Ich wollte jetzt nicht volle Kanne gegenheizen. Wäre ein bisschen ungünstig gewesen.
Hey, Moment mal. Ich würde sagen, das war ja nicht hier. Brian. Ich hatte schon ein bisschen Angst. Wäre nicht so schlimm, aber... Ja, man kann... Ja, ich wüsste eh schon, was gleich passieren wird, vermutlich. Looks like we're about all that's left of the Alderney chapter, man. We don't need numbers, man. We need brothers. And that's what we got left. You, me, Angus, Terry, Clay, brothers. You're right about that. Shit. I wish we pinned down Brian. Na ja, okay. Little weasel. He'll turn up soon enough. Yeah, maybe. See you soon, brother. Ich könnte es natürlich schon wieder ein bisschen was verraten. Ich glaube, dadurch, dass ich gerade schon gelabert habe, wisst ihr eh, was passieren wird. Deswegen sage ich es einfach schon mal, wenn ihr noch nichts wissen wollt, hört weg. Ja, wir haben später die Möglichkeit, Brian zu töten oder ihn leben zu lassen. Wir haben mal wieder Entscheidungsfreiheit. Und ich werde ihn auf jeden Fall leben lassen, denn dann hat er nämlich noch eine Secret-Mission später für uns. Genau. So. Dann habe ich jetzt mein Bike, das heißt, ich kann es nicht so machen. Ich habe ja noch hier die Munition, ja. Das sollte eigentlich für den Gang Wars reichen, nicht wahr? ich weine. Okay. Nee, nicht Jim. Das da. Komm, muss ich ja direkt an Jim vorbeifahren. Ich hoffe, ich trigger es nicht aus Versehen. Ich will nämlich einen Gang Wars machen. I don't know, it's him. Hat das gerade gesungen? Ich glaube schon. Ein bisschen das hier. Oh. Oh, vorbei. Es warm. Es ist so warm heute, ne? Es ist halt irgendwie, keine Ahnung, so ekelhafte Luft heute. Ich schwitze einfach wie so ein nasser Sack gerade. Ja, dann noch 2,5 Stunden Auto fahren, das ist auch nicht gerade einfach für das, das ist nicht leicht für die Füße. Da ist man ein bisschen erschöpft. Und, auch noch bei dieser schwülen Wärme ist das halt echt nicht schön. Naja. Kann man machen. Erstmal Werbung für den Stripclub machen. Wow! Habt ihr das gehört, was da gerade gesagt wurde? Alter, das war sowas von sexistisch, dass es wieder lustig war. It's okay if you cheat on me. I'm there for making babies. Genderroll.com, was? So. Das ist wieder die gleiche wie letztes Mal, ne? Traurig, traurig. Jamaican Gangbangers. Liberty Rock Radio. Der John Bovi? Ne. Jeder Song in dem Spiel ohne John Bovi ist ein verschwendeter Song. Jetzt wieder dahin fahren. In Ordnung, dass ich auch diesmal schaffe. Oh. Hätte ja noch gar nicht abbiegen müssen. Oh, ich muss. Oh Gott. Ich muss tatsächlich oben. Hey. Mir nicht hier ins Gesicht fahren. Kann ich wieder nicht durch? Ne. Wieder die Wände des Todes, Alter. Ich habe Gefühl, im Spiel gibt es viel zu viele Wände, durch die man einfach nicht durchfahren kann. Bei jedem anderen GTA können wir da jetzt einfach easy durchpreschen, auch mit dem Moped. Klar, ist unlogisch, aber es macht das Spiel ein bisschen angenehmer. Aber hier so. Ne. Hui. Ich glaube, da war gerade ein Grafikfehler. Hey, sind wir doch letztes Mal nie lang gefahren, oder? Kamen doch irgendwo anders, die Typen. Ist ja auch egal. Hauptsache, wir kriegen sie noch. Da sind sie nämlich auch schon da hinten, glaube ich. Ja. Okay, kurz wechseln. Ach. Damit ich mal meinen Godlike-Aim rausholen kann mit meiner Spring-Tastatur. Ich habe was im Auge. Was es nicht einfacher macht, wenn ich es mal so nenne. Ich bin tot. Schon wieder. Ah. This is Bullshit. Die Mission ist tatsächlich ganz schöner Bullshit, wenn ich das mal so sagen darf. Ah, Glück gehabt.
5 von 25 erst. Ein Fünftel. Oder? Ja. Ich habe mich nicht verrechnet. Ja, okay. Und jetzt auch irgendwie nichts in der Nähe, außer der nächste Gang Wars, den ich wahrscheinlich nicht überleben werde. Aber probieren geht über Spendieren, meine Freunde. Dann bin ich wieder wenigstens wieder Full Life, wenn ich es verkacke. Einfach noch 20 Stück, die ich machen muss. Ich habe jetzt 5. Das Schlimme ist, man verliert immer so viel Leben, dass man dann irgendwann einfach stirbt. Und es dann einfach wieder vorne anfangen darf. Also nicht von vorne, aber. Das wird halt echt noch lang dauern, die ganzen scheiß Gang Wars. Ich glaube, der Rest wird halt echt gehen, aber. Gang Wars. So, so, das lassen wir wieder laufen hier. Auch wenn eh wieder das gleiche gesagt wird. Vielleicht lasse ich da einfach meine Kollegen erstmal vorfahren, dass sie erstmal alles Mögliche blenden. I'm so fucking ready. So, wie sieht es aus mit Terry und Clay? Alter, Clay hat mehr als Terry. Viel zu bad, ne? All night long. Oh. Scheiße. Moment. Wo sind die denn lang gefahren, Alter? Scheiß Cheater. Dann baller schon mal ab. Falls es geht, dass sie da schon mal stehen bleiben, aber nein, geht nicht. Jetzt aber. Sagen lieber schon mal ein bisschen wegfahren, damit ich nicht sterbe. Sieht gut aus. Auch wenn da ganz viele Leute da drin sind gerade. Ich glaube, fährt irgendwo. Ne, doch nicht. Oh, doch, der da. Okay, jetzt habe ich. Nein, ich habe das Ding aus dem gezündet. So, das ist natürlich blöd, denn ich habe nichts mehr. Mach dir mal platt, Kollegen. Ey, komm, das ist nur noch der eine da. Das schafft ihr. Leute. Das ist ja nicht euer Ernst, oder? Ist das schlecht. Okay, wartet. Der ist noch in seinem Auto. Ja, toll. Oh. Ey, ich hasse meine Kollegen. Die können ja gar nichts. Holy moly. Die kriegen ja nichts geschissen. Oh, da hätte ich ja doch einfach eine Puffbombe ranwerfen können. Oh. Das fuckt mich ja jetzt schon wieder ab, ne? Ich hätte mal Schrotze gehabt, hier absteigen können und das hier machen können. Oh mein Gott, war das schlecht. Ich hasse es. Ich hasse das Spiel. Mann, die machen einfach keinen Spaß, die Gang Wars, weil man einfach dauerhaft stirbt. Das ist langweilig und öde. Das regt mich auf. Tschüss. Ich spiele jetzt irgendwas in meinem Versteck und dann kann ich wieder speichern, wieder Full Life. Wo bin ich sowieso schon Full Life? Ich brauche doch halt mal Waffen in diesem Scheiß-Spiel, Alter. Gebt mir doch welche. Ich habe keinen Bock, mal welche in einem scheiß schwulen Laden zu kaufen. Keinen Bock, da mal hinzugehen. Ah! Das fuckt mich jetzt. Oh, ich muss auch noch Billard spielen. Bäh. Stimmt. Ich glaube übrigens, dieses High-Low-Kram-Kacke hier, das ist nicht 100% relevant. Ich glaube, das müssen wir gar nicht machen. Aber naja. Oh, das fuckt mich ab. Das fuckt mich gerade richtig ab. Dass einfach meine Kollegen zu inkompetent waren, da einfach mal reinzuballern. Hallo, ich hatte keine Munition mehr. Ballert doch einfach rein. Und der sitzt auch noch in seinem Wagen. Weißt du, dass er einfach noch mehr Panzerung hat. Was für eine Scheiße, bitte. Warum bin ich jetzt überhaupt in meiner Wohnung? Wohnung, ja genau, Leon. Das ist meine Wohnung. Ah, Mann, ey. In diesem Spiel laufe ich auch von einem Rage-Moment zum nächsten, habe ich das Gefühl. Weil mir nicht so richtig klappt, wie ich es will. Hier ist einfach kein Bike mehr. What the fuck? Ich könnte einmal wieder ein Bike für Angus besorgen, fällt mir immer so dazu ein. Oder hier so eine Mission für Stubbs. Es gibt irgendwie viel, was ich tun kann, aber irgendwie wenig, an das ich immer denke. Naja, es bringt eh nichts, jetzt noch irgendwas anzufangen. Von daher würde ich einfach mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es gefallen mir. Das nächste Mal wieder. Ich weiß nicht, was ich dann mache. Vielleicht wieder mal wieder Nebenmissionen, weil... davon gibt es halt einfach noch viel zu viele. Naja.
kriegen wir schon hin. Ich glaube, ich klaue mal wieder ein Bike für Angus dann. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.